So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von zockerandroid.de. Wir wollen euch heute das Huawei P6 etwas näher bringen und genauer gesagt ein paar Problemchen, wo das Gerät mit sich bringt. An sich wissen wir ja schon aus der Fernsehwerbung oder auch aus Informationen aus dem Internet, dass das Gerät ziemlich gut ausgestattet ist. Es hat einen 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, ein IPS-HD-Bildschirm, 2 GB RAM. Und man sollte eigentlich meinen, das Ganze sollte dann zum Spielen ziemlich gut ausreichen. Wir werden aber sehen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Denn obwohl die Rohleistung vorhanden ist, leidet das Gerät an Überhitzungsproblemen und zudem haben einige Entwickler noch nicht ihre Spiele angepasst für den Chipsatz, den K3 V2 aus dem Hause Huawei. Aber schauen wir uns erstmal AnTuTu an. So. Bei AnTuTu wird man dann auch feststellen, das Phänomen, das ich gerade angesprochen habe, müsste hier auftreten, denn das Gerät neigt in ziemlich kurzer Zeit dazu, sehr stark zu überhitzen, was vermutlich am schmalen Gehäuse liegt, denn das Huawei P6 ist ja nur 6,18 mm dick. So ist es ziemlich kompakt gehalten und auch das Aluminiumgehäuse macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Ganze bringt einem aber überhaupt nichts, wenn ihm der Prozessor nicht genug seine Abwärme ableiten kann und dementsprechend heruntertakten muss, weil er zu heiß wird. Somit ist dann der ganze Spaß des Quad-Core-Prozessors dahin. Auch wenn der K3 V2 kein High-End-Chipsatz ist, der jetzt mit einem Snapdragon S4 oder einem Snapdragon 600 oder 800 mithalten könnte. Er ist aber durchaus ausreichend, um aktuelle und wohl auch die meisten der kommenden Spiele theoretisch schaffen zu können. Sogar wurde im Vergleich beim AnTuTu Benchmark gesehen, dass das Gerät eine GPU hat, also ein Grafikchip, der schneller ist als der im TK3-Chipsatz, im zum Beispiel HTC One X. Leistung wäre also genug vorhanden, doch ich warte immer noch darauf, dass diese tolle Überhitzungsmeldung kommt. Wie wir es ja kennen, der sehr tolle Vorführeffekt. Aber auch der Vorführeffekt sollte das Gerät nicht davon abhalten, doch bald zu überhitzen. Jetzt machen wir einfach nochmal einen Run, weil das ist nämlich etwas, was ich bei Android zuvor noch nie beobachtet habe. Es kommt wirklich eine Pop-up-Meldung mit der Nachricht, dass das Gerät zu heiß wird und man die laufende Applikation, in meinem Falle hier ist das der AnTuTu Benchmark, doch beenden sollte. Das zeugt dann wirklich von einem thermischen Problem und ob sowas per Softwareoptimierung seitens Huawei möglich ist, da habe ich doch starke Zweifel dran. Da könnte man also wirklich, so hart es klingt, eher von einer Fehlkonstruktion sprechen des Gerätes. Da hätte man einige Designdetails wohl genauer überdenken sollen. An sich, wie man jetzt sieht, zum Beispiel die Frames per Second, wo hinten eingeblendet sind, macht sich das Huawei P6 gar nicht mal so schlecht und auch das Ergebnis, wie man gleich sehen wird, ist ziemlich vorzeigbar. Von daher ist das Ganze wirklich ziemlich blöd gelaufen. Denn an sich wäre das ein äußerst interessantes Produkt. Vor allem auch die Huawei-Oberfläche ist sehr gut gelungen, bietet nützliche Features wie ein Berechtigungsmanager, der einen dann fragt, welche App worauf zugreifen darf. Und hier sehen wir schon 13.413 Punkte. Das ist wirklich nicht schlecht und kann sich wahrlich sehen lassen. Und jetzt machen wir doch einen erneuten Run. So. Das war das Gerätchen mal an seine Grenzen bringen.